So, in wenigen Minuten geht es hier weiter. Storytelling, eine politische Geschichte erzählen. Und Sie waren jetzt in verschiedenen Workshops. Acht verschiedene Workshops. Und ich habe ehrlich gesagt recht wenig mitgekriegt. Ich werde mal wieder versuchen, irgendeine Stimme aus einem dieser Workshops einzufangen. Und ich versuche mal mein Glück einfach. Naja, es schauen Leute angestrengt weg, aber vielleicht schaut mich auch jemand an. Darf ich fragen, in welchem Workshop Sie waren? Ich war hier in dem Workshop Ökonomie. Und in diesem Workshop Ökonomie, wie schlimm war es? Ja, also für mich sehr viel doch an nochmal Detailinformationen. Also schlimm eigentlich nicht. Aber ich sehe das Problem, dass also die Probleme allgemein bekannt sind, aber dass keine Möglichkeiten gefunden wird, die entsprechenden Erkenntnisse auch umzusetzen. Sie meinen, die Grünen finden diese Möglichkeiten auch nicht? Genau, weil sie, ich denke mal, wie alle anderen Parteien auch, meiner Meinung nach, einfach noch zu viel auf ihren Wahlerfolg gucken und sich nicht trauen, also eigentlich diese Erkenntnisse umzusetzen. Sind Sie selber bei den Grünen? Nein. Okay, gucken wir mal, ob wir jemanden bei den Grünen finden, der Besseres zu berichten hat, dass die Grünen das doch schaffen. Hier gucken wieder viele angestrengt weg. Vielleicht gucken Sie sehr weg. Ah. In welchem Workshop waren Sie denn? Ich war im Workshop Generationengerechtigkeit und zwar auf Haushaltsfragen bezogen mit Anja Heiduk war der Workshop. Und wir haben uns nach einem kurzen Input von ihr mit der Frage beschäftigt, wie man daraus ein grünes Narrativ entwickeln kann. Dazu hatten wir noch einen Vortrag einer Kommunikationsfachfrau, die da ein bisschen abgeraten hat, weil die Kompetenzzuschreibung für die Grünen in Sachen Haushalt nicht so groß sei. Da haben wir uns ein bisschen dagegen gewehrt und uns gefragt, ob man nicht um die Begriffe Zuversicht, Zukunft gestalten, Nachhaltigkeit dann doch ein grünes Narrativ entwickeln kann. So. Super, danke schön. Also vielleicht deutet sich da etwas an, ein grünes Narrativ, wie es jetzt heißt. Und jetzt kommen hier die Letzten herein. Ich habe also noch die Gelegenheit, vielleicht jemanden kurz anzusprechen. Und ich gehe jetzt auf die Knie und frage Sie, in welchem Workshop waren Sie? Ich war auch in der Ökonomie. Und wir haben ja bei der Ökonomie gehört, dass man dort gemerkt hat, die Grünen schaffen es nicht zu vermitteln, was sie alles können. War das so? Nee, bei dem Workshop überhaupt nicht. War ein sehr klarer, deutlicher Workshop. Okay. Sie haben es also ganz anders erlebt als die andere Teilnehmerin vorhin? Ja, ich habe den sehr konstruktiv erlebt, ja. In welche Richtung kann es eine Erzählung da geben? War davon auch die Rede? Ja, es ging auch um Erzählungen und zwar um die positiven, die konstruktiven. Also natürlich haben wir Probleme, die gelöst werden müssen, aber eher auch anzuregen, wo es geht und wo es gehen kann als Erzählung. Und, ja. Wunderbar, herzlichen Dank. Also die Grünen kommen aufs Geschichtenerzählen. Hier sitzen verschiedene Geschichtenerzähler, die das in Workshops probiert haben. Zum Teil versuchen sie es auch im Bundestag. Ich sehe jetzt schon Toni Hofreiter da, aber der kommt jetzt noch nicht dran. Dafür habe ich andere Gäste. Ich bitte Hanna Bethke zu mir nach oben und genauso natürlich Michael Kellner. Storytelling ist für die politische Kultur jetzt plötzlich ein Wort geworden, das in aller Munde ist. Und wie kann man eine politische Geschichte erzählen, steht heute als Überschrift bei diesem kleinen halbstündigen Panel. Und dazu begrüße ich Frau Dr. Hanna Bethke. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Politikwissenschaftlichen Institut der Universität Greifswald. Und Michael Kellner. Er ist politischer Bundesgeschäftsführer von Bündnis 90 Die Grünen und zwar seit 2013. Im Vorfeld dieser kleinen Diskussion habe ich ein wenig nachgedacht und
dachte mir, eigentlich ein ziemlich schwieriger Workshop, ein ziemlich schwieriges Panel, weil jetzt könnten Sie ja Geschichten erzählen aus den verschiedenen Workshops. Ich habe es gerade versucht, wenigstens ein paar Stimmen einzufangen. Es ging schwer. Sie werden die Gelegenheit haben, auf www.böll.de, also der Stiftungswebsite, nachzulesen in der Nachberichterstattung dieses Kongresses, welche Geschichten dort verbreitet werden über die Workshops. Es wurden nämlich überall Protokolle oder Notizen geschrieben und da werden so manche Geschichten daraus entstehen und Sie können dann sehen, ob das auch Ihre Geschichte auf diesen jeweiligen Workshops war. Ich habe im Vorfeld dann auch noch nachgedacht, was das eigentlich für mich heißt, das mit dem Storytelling. Und ich kann Ihnen sagen, mir begegnet der Begriff mittlerweile dauernd. Ich bin Organisationsberater und Moderator und im kirchlichen Kontext hatte ich kürzlich Storytelling als liturgische Praxis. Im gewerkschaftlichen Raum habe ich im Rahmen einer Teamentwicklung mit dem Chef dort gesprochen und der sagte, wir brauchen eine neue Erzählung von der Arbeit unserer Abteilung. Und bei der Partei wissen wir ja, der Einsatz von Erzählungen im Dialogwahlkampf, davon war im letzten Wahlkampf sehr die Rede und wahrscheinlich wird uns das auch noch dreuen im Europawahlkampf. Schauen wir mal, was draus wird. Die Kongressüberschrift jedenfalls lautet, was ist die grüne Erzählung? Ich weiß mittlerweile nicht mehr, wo die Unterschiede liegen, was die Erzählung ist, was bedeutet das Storytelling, woher kommt eigentlich dieser Begriff der Erzählung, was ist eine Story und was unterscheidet Storytelling von der politischen Erzählung, von der die Rede ist im Titel dieses Kongresses. Und wenn man nicht mehr weiter weiß, dann kann man natürlich in der Wissenschaft fragen. Frau Dr. Bethke, helfen Sie uns weiter. Nee. Erstmal, also ich habe jetzt hier die verschiedenen Diskussionen verfolgt. Mir sind ein paar Sachen aufgefallen, die mir nicht so gefallen haben. Also Sie liegen mit diesem Thema natürlich voll im Trend der Zeit. Das haben Sie schon angedeutet eben. Alle stürzen sich auf Erzählungen. Überall wird erzählt und gegenerzählt. Erzählung, das ist absolut hip. Und tatsächlich ist es ja auch ein interessantes Forschungsfeld, kommt aber ohne eine begriffliche Schärfung nicht aus. Und die habe ich hier an manchen Stellen ein wenig vermisst. Sonst wird nämlich zu schnell alles mit dem Stempel Erzählung versehen und der Begriff wird seines eigentlichen Sinns entkleidet. Und es ist ein so schöner Begriff, dass ich doch unbedingt versuchen möchte, hier ein bisschen die verschiedenen Begriffe zu schärfen. Herr Füchs, ich weiß jetzt gar nicht, ob er da ist, der hat im Eingangsvortrag zum Beispiel auch die Gegenüberstellung gemacht zwischen Erzählung und Pragmatismus, das wurde dann aufgegriffen. Dann wurde fast im selben Atemzug die Erzählung als politische Alternative definiert oder Erzählung als politische Idee. Also man sieht da ein bisschen, da scheinen Unklarheiten im Begriffsverständnis zu sein. Es war auch die Rede von der großen Erzählung als Orientierung in Zeiten von Umbrüchen. Da würde ich sagen, da kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Ich würde jetzt gerne ein kleines bisschen ausholen, um mal ein bisschen wissenschaftstheoretische Grundlagen zu schaffen und zwar auch, um dann, ich würde gerne noch einige kritische Anmerkungen dann hinzufügen, wenn das zu sehr Vorlesungscharakter kriegt, dann müssen Sie eingreifen. Die ganze Diskussion soll eine halbe Stunde dauern. Ja, wie viele Stunden haben Sie? Nein, ich fasse mich kurz. Also, um das kurz in Erinnerung zu rufen, das wird ja vermutlich allen klar sein, die Ursprünge der begrifflichen Erforschung des Erzählens liegen in der Literaturwissenschaft. Und anders als in den bisher von Ihnen diskutierten politischen Zusammenhängen, die immer auch auf eine politische Öffentlichkeit abzielen, fungiert Erzählen in der Literaturwissenschaft nicht zwangsläufig als zweckbestimmte Mitteilung. Das Erzählen ist eine kommunikative Handlung, mit der an sich erstmal keine bestimmte Absicht verfolgt werden muss. Hier trägt die Erzählung ihren Zweck gewissermaßen in sich selbst, in vorliterarischen Formen als ein Reden, in verschriftlichter Form als ein Text, über den die Erzählung vermittelt wird.
jetzt stellt sich für mich, ich bin Wissenschaftlerin, die Frage, wie kann die Wissenschaft sich gegenüber dem Modus des Erzählens verhalten? Denn erst einmal löst der Begriff spontan oftmals Assoziationen aus, wie Fantasie, Märchen, Mythen, Sagen, also alles Gattungen, die in den Bereich der fiktionalen Erzählungen gehören. Einem solchen Genre steht die Wissenschaft naturgemäß skeptisch gegenüber, denn sie steht im Dienst der Wahrheit und will nicht fantasieren. Gleichwohl, und das wurde hier schon an verschiedenen Stellen angedeutet, wird auch von wissenschaftlicher Seite nicht bestritten, dass es ein Bedürfnis nach Erzählungen gibt, das gleichsam im Menschen angelegt ist und auch nicht abzusterben scheint. Und das gilt auch für das postmoderne Zeitalter. Hier wurde auch in einer der Diskussionen der Name schon mal kurz erwähnt. Da hat der französische Philosoph Jean-François Lyotard das viel zitierte Ende der großen Erzählungen prognostiziert, aber die Geschichtenerzähler sterben nicht aus. Man kann also im Prinzip sagen, die Erzählungen sind gewissermaßen eine anthropologische Grundkonstante. Dann gibt es jetzt, ich deute das nur an, keine Sorge, ich führe das jetzt nicht ganz hochtheoretisch alles aus, in der Literaturwissenschaft wird oft herangezogen der Literaturwissenschaftler Gérard Jeannette. Da gibt es dann nämlich nochmal Unterscheidungen in dieser Erzähltheorie. Es gibt nämlich die Geschichte, die Erzählung und die Narration. Die Erzählung steht dabei für die narrative Aussage. Das ist die Erzählung im eigentlichen Sinne. Dann gibt es die Geschichte, das ist der narrative Inhalt und die Narration, die den Akt der Narration beschreibt. Ich sage das nur deshalb, um ein bisschen darauf hinzuweisen, ganz so simpel ist es mit der Erzählung nicht. Der Wissenschaftsansatz, der sich damit beschäftigt, wird oft auch als Narratologie bezeichnet. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Begriff, der mich so überzeugt. Das klingt so ein bisschen wie eine Krankheit, finde ich, aber also... So, um ein bisschen Überblick zu geben. Dann ist jetzt noch für uns hier besonders relevant die Unterscheidung zwischen Story und Diskurs. Da wird in der einschlägigen Literatur zumeist Story als das Was der Erzählung definiert, während der Diskurs für das Wie der Erzählung zuständig ist. Das heißt, jetzt kommen wir schon in ein Gebiet, die reine Literaturwissenschaft verlässt und auf dem die Erzählung eben nicht oder nicht nur als eine erdachte, fiktionale Geschichte verstanden wird, sondern, und darum geht es hier, als ein Modus, mit dem eine bestimmte Aussage auf eine bestimmte Weise zum Ausdruck gebracht werden soll. Und jetzt kommen wir zu dem Begriff Storytelling. Das kann als eine Methode verstanden werden, komplexe Sachverhalte mittels einer Erzählung leichter verständlich zu machen. Dieser Ansatz folgt in gewisser Hinsicht der viel zitierten Wendung von Umberto Eco, dass alles, was sich theoretisch nicht erklären lässt, zu erzählen sei. Eine Erzählung erleichtert das Zuhören und erhöht, zumindest wenn sie gut ist, die Aufmerksamkeit ihrer Rezipienten. Und weil Sie mich jetzt danach fragten, eine begriffliche Trennschärfe gegenüber dem Topos der politischen Erzählung lässt sich meines Erachtens hier gar nicht ziehen. Denn der Zweck des Storytellings ist ja auch hier gegeben. Das Mittel der Erzählung wird eingesetzt, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Das als grober Überblick. Jetzt kann ich noch was zur politischen Geschichte erzählen. Okay, kurz. Also eine politische Geschichte ist immer angewiesen auf eine Öffentlichkeit. Jeder Erzähler richtet sich an ein spezifisches Publikum und das gilt natürlich in besonderer Weise auch für den Politiker. Der österreichische Philosoph Markus Arnold verwendet in diesem Zusammenhang den Begriff der Öffentlichkeitsregime. Im Akt des Erzählens wird um die Anerkennung bestimmter Öffentlichkeitsregime gekämpft. Darum geht es hier, also um das politiktheoretisch einzuordnen. Das heißt, eine politische Geschichte entwickelt sich immer dort, wo eine politisch interessierte Öffentlichkeit besteht. Und dabei braucht die politische Geschichte einen Erzähler und einen Adressatenkreis. Der Erzähler kann auch eine Institution sein oder eben auch, wie das ja hier auch gehandhabt wird, eine Partei.
Dann erscheint mir noch wichtig, darauf hinzuweisen, das ist eine implizite Annahme, die dem gesamten Kongress zugrunde geht, nämlich, dass politisch liegt, dass politische Geschichten von einer grundsätzlichen Erzählbarkeit der Welt ausgehen. Das ist aber gar nicht so selbstverständlich, also man muss es zumindest erwähnen, das ist die implizite Annahme hier. Dann ist ein weiteres wichtiges Stichwort, Sie operieren sehr stark mit dem Wie der Erzählung, also wie ich eben erklärt habe, mit dem Diskurs. Eine Erzählung oder bereits das Erzählen selbst kann überzeugend oder weniger überzeugend inszeniert werden. Das ist das nächste wichtige Stichwort hier, die Inszenierung. Und dann, auch darauf wurde schon verwiesen, in einer politischen Geschichte verfolgt der Erzähler ein bestimmtes politisches Ziel. Er will vielleicht eine politische Änderung bewirken oder auch nur seine Macht erhalten. Denn auch das ist ein wichtiges Kennzeichen einer politischen Geschichte. Hier geht es immer auch um Macht. Im Vordergrund steht dabei die Frage, welcher Diskurs hat die Macht, sich durchzusetzen? Und das, was dann jeweils als vernünftig gilt, ist das Ergebnis kontingenter Machtwirkung. Und das wäre dann der Ansatz der Diskursanalyse von Michel Foucault. Nur damit es hier mal kurz erwähnt worden ist. Und für die Grünen ist, weil das gestern eben erwähnt worden ist, ist vielleicht besonders das mit dem Phänomen der Macht eine besonders interessante Sache, weil gesagt worden ist, dass für die Grünen, also dass die Grünen ein besonderes Problem mit der Macht hätten, aber mit dem Diskurs nicht, was ich jetzt ganz interessant finde, wenn ich diese politiktheoretischen Kategorisierungen verwende. Letzter Punkt, eine politische Erzählung kann die Funktion, darüber hinaus die Funktion einer Sinnstiftung erfüllen, das ist hier, glaube ich, schon ziemlich klar geworden, oder um noch einen Schritt weiter zu gehen, identitätsstiftende Wirkung haben. Das kommt aus dem Bereich der narrativen Psychologie, was hier ganz passend ist, finde ich, weil, also ich gucke hier sehr mit einem Blick von außen rauf, ich bin auch keine Parteienforscherin und auch nicht in der Partei irgendwie aktiv tätig und mir kommt das ein bisschen so vor, als hätte der Kongress recht therapeutische Funktionen. Und also das Konzept der narrativen Psychologie funktioniert so, indem ein Patient in einer Therapie seine Geschichte erzählt, konstruiert er sein Selbst. Auch das ist noch eine der theoretischen Grundlagen, auf der die Narratologie basiert. Das ist die konstruktivistische Annahme, dass alles, was ist, über den Prozess des Verstehens oder durch den Diskurs konstruiert wird. Das nur am Rande. So, also das heißt, die Erzählung macht also die eigene Identität oder das, was dafür gehalten wird, sichtbar. Man kann dann nach Gegenerzählungen suchen und fragen, ob eine alternative Erzählung einen Heilungsprozess in Gang bringen kann. Übertragen auf die politische Ebene und auf das, was in diesem Kongress zur Frage der grünen Erzählung verhandelt wird, würde das bedeuten, dass eine Erzählung dazu beitragen kann, die Identifikationsfiguren der Partei der Grünen zu erfassen, um so eine Antwort auf die Frage zu finden, wer sind wir, wofür stehen wir, wohin wollen wir. Aber dabei konzentriert sich das Fragen nach Erzählung eher auf vergangene Prozesse als auf die Gegenwart. Das würde mich jetzt überleiten zu den kritischen Anmerkungen, die ich aber auch noch später anbringen können. Das also bar jeden therapeutischen Handwerkszeuges werde ich mich jetzt trotzdem an dem von Ihnen gerade angebotenen Instrumentarium versuchen. Sie sprachen von den Öffentlichkeiten, die erforderlich seien für eine solche politische Erzählung. Wir haben hier eine politisch interessierte Öffentlichkeit, also so eine Bedingung für eine politische Erzählung ist jetzt gegeben. Und dann braucht es einen Erzähler, da haben wir auch, der kann möglicherweise jetzt seine Macht zu erhalten versuchen oder sie zu festigen versuchen oder ein Ziel umsetzen, dass er seine politische Wahrheit den Leuten näher bringt. Kurze Frage, Michael Kellner, wofür, was ist Ihre Erzählung von Bündnis 90 Die Grünen? Also erstmal herzlichen Dank für den Vortrag. Ich glaube, da ist tatsächlich was dran. Und ich glaube, wir haben mit der letzten Bundestagswahl eine Frage, ein Ende der Illusion, um François Furet zu zitieren, gehabt. Und zwar die Frage,
wachsen die Grünen einfach weiter und die grünen Ideen werden mehrheitsfähig, dann müssen die Grünen doch auch weiter stärker mehrheitsfähig werden. Das hat sich, wie wir alle gemerkt haben, bei der Wahl so nicht erfüllt. Und das hat tatsächlich auch zu einer Verunsicherung innerhalb der Grünen Partei geführt. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar über den Kongress. Und das kann auch aus meiner Sicht nur ein Auftakt sein, da zu schauen, was ist die grüne Erzählung und wie erzählt man sie. Und ich glaube, um was es uns gerade tatsächlich geht, ist das Warum. Warum grün? Wofür? Also nicht nur das Wie und Was, sondern auch die Frage von Warum. Und ich fand es total faszinierend, als Kongressbeobachtung nach anderthalb Tagen, ich hätte ja gedacht, und es kam nur, glaube ich, ein einziges Mal in der Nebenfrage, dass sozusagen der Kern des Narratives der Grünen, ja, wir haben die Erde nur von unseren Kindern geborgt, dieses alte Plakat, ich das viel öfter hören würde als Begründung für unsere Politik. Und ich finde es, fand es sehr faszinierend, dass es, glaube ich, an einer einzigen Frage gestern Abend mal anklang. Wäre das Ihr Narrativ für die Grünen? Ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr wichtiges Narrativ für die Grünen. Und ich glaube auch, wenn wir nochmal zurückspringen zur letzten Bundestagswahl, ich glaube, was eines unserer Probleme war, ist, wir sind extrem stark rübergekommen als Taschenrechner und weniger stark mit aufgekrempelten Hemdsärmeln, um zu kommunizieren, warum machen wir das denn? Ich glaube, der Kollege Hofreiter davon hat mal im Interview relativ schnell nach der Wahl gesagt, wir machen die Energiewende ja nicht, weil die Windräder so schön aussehen oder die Solarzellen so schön glitzern, was in der Tat auch der Fall ist, sondern wir machen sie natürlich auch für die Frage von kommenden Generationen, für unsere Kinder und Kindeskinder. Und ich glaube, dass so eine Frage von Emotionalität in der Politik und von der Begründung, warum wir das machen, tatsächlich dazugehört und dass das uns ein Stück weit nicht gelungen ist, das im letzten Wahlkampf deutlich zu machen. Es gab ja hier schon allerhand Selbstkritik am Wahlkampf. Bei Storytelling geht es ja nicht nur um die ganz große Erzählung, sondern es geht auch darum, welche Geschichten haben die Grünen denn eigentlich zu erzählen? Was fallen Ihnen als neuer Bundesgeschäftsführer der Grünen denn da für Geschichten ein? Womit können die Grünen denn da punkten? Was haben die zu erzählen? Das Storytelling ist ja erstmal nur ein Handwerkszeug in der politischen Kommunikation. Wir haben das zum Beispiel jetzt mal in einem ganz kleinen Bereich gemacht. Wir kriegen ja jetzt gerade im Europawahlkampf eine wahnsinnige Debatte um Freizügigkeit. Wir erleben eine CSU, die aus Angst vor der AfD nach rechts rutscht, gegen Freizügigkeit argumentiert. Und das haben wir als Muster schon mal erlebt vor 10 Jahren mit der EU-Osterweiterung, mit dem sprichwörtlichen polnischen Klempner. Und Storytelling ist in dem Fall jetzt mal zu zeigen, was sind für Menschen vor 10 Jahren nach Berlin gekommen, wie leben sie hier, was leisten sie für diese Gesellschaft, wie haben sie integriert. Das heißt, wir haben zum Beispiel mal für unsere Webseite zwei Polen interviewt, ihr Leben erzählen lassen, und ich hätte sie am liebsten auch auf dem Parteitag auftreten lassen. Da haben wir zum Beispiel auch Storytelling gemacht. Wir hatten dort eine Inszenierung zum Thema Braunkohle und haben dann dort eine Sorbin in sorbischer Tracht über die Zerstörung von Heimat reden lassen. Das ist natürlich eine Form von Storytelling. Oder eines der beeindruckendsten Erfahrungen der letzten Parteitage war sicherlich, und das war gar nicht inszeniert, als hier aus Berlin vom Oranienplatz Flüchtlinge auf dem Parteitag da waren und die ihre Lebensgeschichte da erzählt haben. Ich habe selten, ich meine, wer auf grünen Parteitagen mal war, weiß, was für ein Riesenlärm und Dauergeräuschpegel dann da auch ist. Da hätten sie eine Stecknadel fallen hören lassen, also gehört, wie sie fällt, weil das natürlich über deren Lebensgeschichte, wie der Mann da vorne stand und erzählt hat, wie er sein Kind verloren hat, was sie durchgemacht haben auf dieser Reise, auf einmal eine abstrakte Sache, von die jeder von uns kennt, über die sich jeder auch aufregt, über die Außengrenzen der Europäischen Union, einem menschlichen Schicksal in einer brutalen Art und Weise sichtbar wurden, dass sich, glaube ich, jeder ergriffen war. Und ich glaube, das war ein völlig ungeplanter Element von Storytelling, wo man einer Person auch erleben konnte, was sozusagen wir oder wie in dem Fall die Europäische Union eine Politik macht, die massiv gegen Menschenrechte verstößt, und das zu zeigen. Also dann Storytelling quasi angewandt, indem man andere reden lässt. Was wollen die Grünen denn von sich selber erzählen? Welche Geschichten gibt es da tatsächlich zu erzählen? Sucht die Partei überhaupt nach den Geschichten oder ist das jetzt eine ganz neue Aufbruchbewegung?
Nein, ich glaube, wir suchen als Partei auch nach Geschichten. Und was mich tatsächlich völlig überrascht hat, vieles konnte ich mir sehr klar vorstellen als Geschäftsführer, aber was eine neue Erfahrung war, ist auch, wir erleben jetzt einen Umbruch in der Partei, dass zum ersten Mal die prägende Generation der Grünen nicht mehr in der allerersten Reihe steht. Und wir haben als Partei bisher, wir sagen immer, wir sind eine junge Partei, aber so eine junge Partei sind wir auch nicht mehr. Wir haben auch eine grüne Jugend, die gerne mal von den Altgrünen redet. Ich zucke dann zusammen, aber sie hat ja recht. Und dass wir das erste Mal vor der Aufgabe stehen, wie gehen wir eigentlich mit dieser Generation um, die ja wahnsinnig viel geleistet hat. Einige sind hier, glaube ich. Die auch wahnsinnig viele Irrtümer sozusagen hatte. Sind vielleicht sogar die gleichen. nein, ich will mich da gar nicht drüber lustig machen. Wir verdanken dieser Generation wahnsinnig viel. Auch die Frage, dass wir in einem vergleichsweise offenen und modernen Land leben. Nur ganz viele sind einfach sozusagen verschwunden. Und wenn man als Partei auch über eine längere Geschichte heraus eine Geschichte als Partei erzählen muss, dann braucht man, glaube ich, auch einen Umgang miteinander, mit einer Generation, die diesen Laden geprägt hat und die einfach verschwunden. Ich will mal ein Beispiel geben. Ich habe auch keine leichte Aufgabe. Wir hatten diese ganze Frage von Aufarbeitung, auch einer der grünen Irrtümer, die uns eingeholt haben im Wahlkampf. Und ich habe dann lange mit Andrea Fischer telefoniert, die hier in Berlin am College mit dem Jesuitenkolleg mit war und dort Aufarbeitungsprozesse begleitet hat. Und ich habe mich da einfach mal beraten lassen, weil ich einfach mal wissen wollte, wie ihre Erfahrung da war. Und dann stellte sich auch raus, auch Andrea Fischer war seit 2001 nie mehr auf dem Grünen Parteitag, auf dem Bundesparteitag. Wir haben sie dann ins Präsidium gesetzt, einfach um zu zeigen, es geht auch, wenn eine Partei eine eigene Geschichte erzählen muss, dann muss sie auch miteinander in der Wertschätzung umgehen. Also verstehe mich nicht falsch, ich will jetzt keine goldenen Ehrennadeln verteilen, also keine Angst. Ja? Wenn es unbedingt gewollt wird, können wir darüber reden, aber das ist, glaube ich, nicht der Punkt, den ich meine. Aber ich glaube, dass wir da auch eine andere Form von Parteikultur brauchen, die wir überhaupt noch nicht haben. Sie wollen direkt darauf eingehen und das können Sie gerne, Frau Bicke. Ja, so halb direkt, weil das ja nun auch so überschrieben ist, wie eine politische Geschichte erzählen. Ich bin nämlich mit dem Ansatz Ihrer Fragestellung nicht so richtig einverstanden. Also erstmal fällt mir dazu ein, wenn man so etwas fragt, muss eine Unterscheidung gemacht werden zwischen einem Rückblick auf eine schon erzählte politische Geschichte und der Frage, was machen wir jetzt? Das ist ein bisschen durcheinander geraten. Und dann, und das ist mir noch wichtiger, sollten meines Erachtens die Schwerpunkte anders gesetzt werden. Und zwar erst der Inhalt, dann die Erzählung des Inhalts. Denn die Erzählung ist ja nicht im Inhalt vorgeschaltet. Wenn Sie also fragen, wie eine politische Geschichte erzählen, stelle ich die Gegenfrage, ist aber eine rhetorische Frage, auf die Sie jetzt nicht antworten müssen. Was für einen Erkenntnisgewinn erhoffen Sie sich mit dieser Frage? Denn mir scheint es nicht so lohnend zu sein, sich vorrangig auf das Wie einer Erzählung zu konzentrieren. Denn solange der Inhalt nicht stimmt, kann das auch keine noch so raffinierte Erzählung wettmachen. Das heißt, ich würde an dieser Stelle ganz deutlich und vehement Herrn Habeck widersprechen, der das gestern sagte, dass das Wie den Inhalt bestimme. Also ich will natürlich jetzt die Relevanz von Inszenierung überhaupt nicht in Frage stellen, aber doch die Schwerpunktsetzung doch ein wenig bezweifeln, die hier oft vorgenommen worden ist, auch allein schon dadurch, dass der Kongress so heißt, wie er heißt. Und ich will eben damit sagen, eine politische Geschichte kann nur dann eine gute Geschichte sein, wenn die Politik, von der sie erzählt, gut ist. Dankeschön, Dankeschön. Das ist von Ihrer Seite jetzt schon das Schlusswort gewesen. Das allerletzte Wort gebe ich jetzt Michael Kellner. Wir sind nur so ein Zwischenprogramm. Gleich geht es hier mit der großen Bühne weiter. Michael Kellner. Auf jeden Fall, das würde ich unterstreichen, das meinte ich auch, wir müssen uns als Grüne entscheiden, wofür kämpfen wir und was wollen wir machen. Und dann ist die Frage, und das meinte ich, wir kamen halt sehr technokratisch rüber und man muss auch sozusagen Maßnahmen erklären können und schreiben können als politische Partei. Aber man sollte auch ein Ziel benennen, warum man das macht. Und das ist mir ein Stück verloren gegangen. Und ich glaube, wir brauchen manches Mal auch wieder eine kämpferische Grundhaltung. Also das meinte ich vorhin mit den aufgekrempelten Hemdsärmeln. Vielleicht ist es falsch, nur von 100% erneuerbaren Energien zu reden, sondern darüber zu reden, dass wir einen Kohleausstieg wollen. Dass wir die Braunkohle aus dem Netz drängen wollen. Dass sozusagen darüber die CO2-Emissionen wieder steigen. Also dass wir sozusagen selber wieder ein Stück, weil sozusagen in der politischen Erzählung braucht man als Grüne
einen Held. Das ist bei Grünen immer relativ einfach, da sind die Grünen selber in der Erzählung aller Partei. Ja? Das ist logisch, das ist jede Partei. Man braucht aber einen Gegner und wir tun uns manchmal auch schwer, Gegner zu benennen. Und man braucht natürlich auch Bündnispartner. Man muss Bündnispartner überall suchen, aber man muss sich auch getrauen, nach Gegnern Ausschau zu halten. Und jetzt muss ich aufpassen, ich war ja lange Zeit Sprecher der BRG Frieden, dass ich jetzt nicht zu martialisch werde. Ich glaube, man braucht auch sozusagen ein Instrument, mit dem man ein Ziel erreichen will. Ja, also man braucht, deswegen glaube ich, dass natürlich auch, und da sind wir zu einer völlig anderen Debatte, aber natürlich gehört dazu Kern von Politik auch Regulierung. Das können wir ja nicht einfach aufgeben. Und dazu müssen wir den Mut haben, daraus sozusagen Politik auch entwickeln zu fragen, also für was, auch gegen wen und mit was wollen wir was erreichen. Und da sehe ich eine Aufgabe und eine Herausforderung für uns, das in den nächsten Jahren wieder klar herauszuarbeiten, um dann auch wieder sagen, weiter stärker zu werden als Grüne Partei, was ich möchte. Toi, toi, toi. Jetzt geht es weiter mit der großen grünen Geschichte von der ökologischen Transformation und ich bedanke mich bei Frau Dr. Bethke und bei Michael Kellner und es geht weiter.